Wunderbar. Viel habe ich nicht gesagt, außer gefragt, ob es funktioniert. Die Antwort kam prompt. Nein, aber ich denke, jetzt funktioniert es. Und direkt schon mal vorab für euch, wir versuchen auf dem iPad immer mal Front- und Rückkamera umzuschalten, weil das Schöne ist, euch ein bisschen was zu zeigen. Und ich sehe dann auch, was ich mache. Ist immer ein bisschen komplex, kann immer mal ein paar Sekunden dauern, bis ich das umgeschaltet kriege über das kleine Menü dort unten. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Gehe mit euch jetzt ein kleines bisschen vor die Tür, zeige euch das Ganze mal von außen und schalte währenddessen einfach auch schon mal die Kamera um. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ja, an dem Tisch haben wir uns gerade kennengelernt. Das ist unser Community-Tisch, an dem hier ja, das meiste so an gesellschaftlichen Dingen im Machwerk abläuft. Aktuell ist das auch so ein bisschen unser Ort, wo wir streamen, wo wir Videokonferenzen machen. Wir haben an der Stelle ein bisschen aufgerüstet als Mikrofon, 180-Grad-Kamera und all solche Dinge, da wir viele Werkstätten, viele gemeinschaftliche Dinge im Moment partiell online und offline machen. Also ein paar Leute können hier sein an dem Tisch und der Rest schaltet sich online zu. Das ist die aktuelle Situation. Ansonsten ist der Fernseher dort der große auch für Präsentationen zu nutzen. Er hat einen Touchscreen. Und ja, ich gehe mit euch mal raus, damit ihr kurz seht, wo wir uns hier befinden in Hennef. Wir sind nämlich sehr zentral. Mitten da vorne ist die Hauptstraße, direkt mitten in der Stadt, in der Nähe vom Busbahnhof. Wie wir finden, das war für uns einer der wichtigen Punkte, so einen Ort zu wählen, dass wir gut erreichbar sind. Gleichzeitig haben wir aber auch da drüben, wo die großen Bäume sind, direkt die Sieg, also auch Natur dabei. Und ja, so sieht das Ganze von außen aus. Doch gar nicht mal so klein. Wer erkennt das? Desinfektionsstation, Namen eintragen, so wie es ist. Und wir gehen als erstes aus und so sieht das von innen aus. Ja, in einem Klassenzimmer finden verschiedene Veranstaltungen statt. Wir sind gerade dabei, die Jugendwerkstatt zum Beispiel wieder aufzubauen. Das ist während Corona leider alles etwas kompliziert. Die Volkshochschule gibt hier aber zum Beispiel auch Kurse. Wir haben verschiedene Veranstaltungen von der Stadt Hennef selber gehabt. Wir haben selber Veranstaltungen hier gemacht und das funktioniert hier eigentlich alles ganz gut. Im Moment ist das Setup entsprechend etwas wenig bestuhlt. Viel mehr geht aktuell nicht. Und ja, auch hier in der Mitte dann für Videoconferencing ein bisschen alles vorbereitet. Und an der Stelle kann man sich auch aktuell trotz Corona dann ganz gut treffen. Insofern das halt keine Gesundheitsgefahr birgt, natürlich. Ja, als weiteres, wir haben hier noch eine kleine Bibliothek und ein bisschen Wissen gebunkert, finden wir mal gut. Wir haben hier drüben unsere kleine Chill-Ecke, hier noch eine weitere und die befindet sich genau hier, weil wir nämlich auch da drüben unsere ganzen 3D-Drucker stehen haben. Das sind USA 3D-Drucker. Der eine oder andere kennt sich damit aus. Wir haben uns damals dafür entschieden, weil die Open Hardware und Open Source sind. Und ja, stand für uns dann außer Frage. Sollte auf jeden Fall etwas in der Richtung sein. Gerade wird auch gedruckt. Und wie ich gerade sehe, steht da auch der Andreas. Da ist was fertig. Was hast du denn da gedruckt, Andreas? Ja, wir haben auch so einen Case gedruckt für unseren Tracker. Wir machen ja so einen GPS-Tracker und ja, da haben wir ein schönes Case gedruckt. Das ist natürlich der große Vorteil hier bei dem Fusion, dass man die dann einfach hier so abziehen kann. Dann kann man quasi schon auch direkt den nächsten Druck wieder starten. Ja, sehr cool. Man sieht dann so Aber es ist ja ein wirklich schön geworden. Ich habe es Case. jetzt Ja. nicht so gut im Bild, aber farblich Genau, da haben wir so den Farbwechsel noch eingebaut. Das kann man ganz bequem an den Drucker einstellen, dass man dann zwischendurch hält er an. Man kann dann hier oben die Rolle dann wechseln. Ja. Das klappt eigentlich relativ gut, dass er dann auch direkt wieder an der Stelle quasi dann weitermacht. sehr schick. Und das hast du hier auch entworfen, also es ist Genau, dein Entwurf. ja, das ist hier entworfen. Sehr Da cool. sind auch ganz viele Ideen von anderen noch mit reingekommen, aber das macht schon echt Spaß hier. Cool, gefällt mir. Ja. Ja, was hier auch noch gerade läuft,
ist noch ein Rahmen für ein sogenanntes Face Shield. Da sind wir stark in der Produktion beteiligt gewesen hier in der Region. Ein paar Kleinigkeiten machen wir noch. Ansonsten sind die mittlerweile ja auch kommerziell ganz gut verfügbar. Und insofern ist da die Hilfe von uns da nicht mehr so benötigt. Aber hier und da helfen wir natürlich gerne aus. Als Beispiel letztens noch einem Hospizverein einige Face Shields zur Verfügung gestellt. Der Stadt haben wir welche zur Verfügung gestellt, gerade auch in der Anfangsphase, den Rettungskräften natürlich, Krankenhäusern. Insgesamt sind wir so ungefähr, ich zeige euch mal ein fertiges, insgesamt sind wir ungefähr bei 600 solcher Face Shields. So sieht das Ganze aus. Natürlich die Schutzfolie dann entfernt, damit man durchgucken kann. Aber ja, das ist so unsere Arbeit in den letzten Monaten. Hat der ganze Verein mitgeholfen, dass die Drucker da auch ordentlich was produzieren. Ein Face Shield in der Größe, das ist dann der Rahmen an sich, braucht ungefähr 2 Stunden. Man kann das ein bisschen beschleunigen, wir wollten aber die Drucker auch nicht überlasten. Und ja, diese Folien zum Beispiel kriegen wir von der Stadt Hennef gestellt. Wir haben also eine kleine Produktionslinie, wenn man es so nennen will, mit der Stadt Hennef aufgebaut. Die Folien kommen aus der städtischen Druckerei. Die kennen sich mit Folien aus und die bereiten die für uns vor, lochen die, schneiden die zu und wir bekommen die schon so und können die aufziehen. Ja, wo gehe ich weiterhin? Jetzt zeige ich euch am besten mal unsere Stickmaschine. Das ist jetzt eine ganz andere Maschine als, oder was heißt so viel anders als ein 3D-Drucker? Ist es im Grunde nicht. Wir haben eine XY-Bewegung Z jetzt weniger. Die Stickmaschine wird bei uns sehr, sehr viel verwendet in der letzten Zeit. Ich versuche mal, das Bild zu verbessern, so einmal. Ja, sehr, sehr... Ah, okay, klappt wieder, super. Tut mir leid, wenn ich den Chat nicht ganz so gut verfolgen kann zwischendurch. Ich versuche aber mal reinzuschauen. Fragen und so weiter können wir alles nachher machen. Ich denke auch nicht, dass ich die ganze Stunde voll mache mit einer Führung durchs Machwerk. Ja, die Stickmaschine. Mit der machen wir ganz viel. Wir haben auch eine Nähwerkstatt, die die regelmäßig benutzt oder ja vor Corona natürlich auch noch mehr benutzt hat. Und damit kann man viele tolle Dinge herstellen, was man sich so im ersten Moment gar nicht denkt. Wir haben jetzt zum Beispiel an Weihnachten solche ja, Lebkuchen-Männer, Frauen gemacht, die ja komplett auf der Stickmaschine hergestellt sind, fast komplett. Erst diese Applikationen, dann stickt sie auch tatsächlich außenrum und am Ende bleibt ein Stück offen und man kann es füllen. Und ja, so kann man auch Kirschkernkissen und solche Dinge herstellen, das ist super. Natürlich diverse Patches oder auch Handtücher, für jeden Tag eines. Ich möchte euch das mal ein bisschen zeigen. Im heutigen Fall habe ich die Stickmaschine direkt hier gefüttert mit Informationen. Da ist ein kleiner Touchscreen dran, über den man auch arbeiten kann. Und da habe ich ein bisschen was eingepflegt und ja, jetzt drücken wir mal drauf und gucken, ob das auch funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Es wird einmal kurz laut. Funktioniert ganz gut. Wie gesagt, diesmal über das Display hier programmiert, was auch geht. Dafür haben wir dann unter anderem diesen Arbeitsplatz. Ich weiß gar nicht, ob der gerade eingeschaltet ist. Ich schaue mal, ob da irgendwas kommt. Das ist unser CAD-Arbeitsplatz. An dem kann man aber auch über Inkscape, in dem Fall machen wir das häufig, solche Stickdateien erstellen. Da gibt es dann ein Add-on für Inkstitch, heißt das. Und damit kann man solche Stickdateien hervorragend erstellen. Und ansonsten wird hier an der Stelle viel im Bereich CAD gemacht, auf verschiedensten Programmen oder auch einfach mal gecodet. Man kann den PC hier frei benutzen. Demnächst ist der auch für
Conferencing dann noch vorgesehen und der wird gerade noch ausgestattet. Ja, wir gehen mal vorbei an unserem Board. Hier ist noch ein Büro, mein Lager hier hinten. Unsere Mitglieder haben hier ihre eigenen Kisten und können ihre Sachen und ihre Projekte hier einlagern. Natürlich hat der Verein auch ein paar Kisten da stehen. Bei uns war wichtig, dass man sich hier halt auch ein bisschen zu Hause fühlt. Und dazu gehört natürlich, dass man auch seine Sachen hier und seine Projekte auch hier lassen kann. Ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht. Ich schwenk mal rüber. Da haben wir eine kleine Küche. Die ist im Moment noch nicht ganz so nutzbar. Da müssen wir uns noch einen Paragraphen reinziehen, wie das Ganze jetzt so funktioniert. Aber ich denke, in der nächsten Zeit können wir hier dann vielleicht auch wieder einen Tee kochen. Das wäre super. An der Stelle nochmal die letzte Charge an Face Shields, die wir hier noch stehen haben. Die sind noch nicht verteilt, aber das wird in den nächsten Tagen der Fall sein. So, jetzt gehe ich mal weiter zur Elektronikwerkstatt. Hier befindet sich da drüben. Da sind schon der Stefan und der Andreas. Und ich frage jetzt einfach mal, was machst du denn da? Ich mache heute sozusagen Unboxing, eine professionelle China-Fräse. Eine China-Fräse, okay. Genau, ja. Mich hat es mal interessiert, wie die Dinger wirklich aussehen und was sie dann können, die einfachen. Und da habe ich gedacht, okay, gönne ich mir mal eine und gucke sie mir dann tatsächlich mal an, wie es im Endeffekt aussieht. Grundsätzlich, teils, würde ich sagen, ist der erste Eindruck. Aber mal abwarten, wie es dann aussieht, wenn es zusammengebaut ist. Das sieht schon mal sehr, sehr spannend aus. Neben dem Geiger-Müller-Zähler, was hast du auch gebaut? Ja, genau, den hatten wir auch gebaut. Wobei da tatsächlich der Zähler an sich auch aus dem Bausatz war und wir dann nur das Drumherum sozusagen ein bisschen zusammengebaut haben, halt das Gehäuse gedruckt entsprechend und dann alles. Funktioniert recht gut. Strahlen wir denn heute schön? Ja, Durchschnitt würde ich sagen. Durchschnitt, okay. Wir müssen jetzt 1, 2, 3 Minuten mal warten, aber ich würde sagen Durchschnitt so ein bisschen aus. Durchschnitt. Aber wir könnten ja noch was blinken lassen, sehe ich da gerade. Wir könnten was blinken lassen, ja natürlich. Yeah. Blinken ist immer nett. Vorsicht, jetzt hält es. Gut, Gut, ist halt jetzt so ein LED-Panel, ist 16x16 von diesen programmierbaren WS811 LEDs. Und gesteuert wird das Ganze natürlich dann hinten von Arduino Nano einfach. Wie man sieht, braucht man, wenn man es benutzen will, nicht viel an äußerer Beschaltung. Also eigentlich nur eine brauchbare Spannungsquelle und den kleinen Prozessor. Und schon kann man es halt für alles Mögliche verwenden. Es ist bunt, es gefällt mir. Es ist bunt, es gefällt den meisten Leuten dann. Das ist jetzt natürlich nur mehr oder weniger sinnfreies Beispiel. Also, naja, das ist immer so eine perspektivische Frage. Ich meine, ich finde, was rund leuchtet, erfüllt auf jeden Fall einen Sinn. Das, ja. Ne? So, jetzt gucken wir mal auf. Andreas, was willst du an einem Tracker jetzt oder noch ein anderes? Genau, wir machen nachher noch den Tracker für den Bernd. Da haben wir das Gehäuse auch mal fertig. Wir haben hier die Platine. Das wird dann noch alles da zusammengebaut und. Das ist so ein TT-Go-Board, wo wir auch gestern von meinem freien Netzwerker schon was von gehört haben. Ja, sehr gut. Genau, da hatten wir den ja vorgestellt und dann bauen wir das zusammen, dann wird das nachher hier so ein Trecker, den man dann mitnehmen kann. Ja, und der hat auch eine Halterung, glaube ich, dran, ne? Hinten, da kann man den. Genau, das müssen wir noch ausdrucken. Ja. Da kann man so einen Clip machen für einen Gürtel dran, dann kann man den auch bequem tragen. Oder irgendwo auch ans Fahrrad klipsen oder eine Autohalterung oder solche Dinge. Ja, spannend. Cool. Sehr, 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 sehr cool. Ja, das sieht schon mal nach einem sehr spannenden Wochenendprojekt aus. Ich würde direkt am liebsten mitmachen, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich wechsle jetzt einfach gar nicht die Kamera, sondern ich zeige euch einfach mal den Bernd. Bernd, wink mal. Das ist Bernd. Bernd, was hast du denn da? Das sieht sehr spannend aus. Ja, wir haben hier gerade mal unsere CNC-Fräse aufgebaut. Programmiert. Die jetzt sogar mal versuchen, was malen zu lassen. Fräsen brauchen wir jetzt nicht, weil dazu würde viel zu viel Holzschrauben und so weiter. Außerdem könnte man sich da nicht mehr unterhalten, die ist jetzt schon laut genug, wenn nur der Motor läuft. Da können Sie mal einschalten. Ich laufe mal um dich rum. Ja. Also für die es vielleicht akustisch nicht verstanden haben, hier laufen ein paar Lüfter in der Gegend. Das ist eine CNC-Fräse, die hat der Bernd im Übrigen selber gebaut.
Und wir lassen ihn mal laufen. Wir lassen jetzt aber kein Holz fräsen, weil das ist zu laut. Ja, ich würde sagen, die sorgt bei mir auf jeden Fall mal direkt für gute Laune und ein Lächeln auf dem Gesicht. Ah, ich hoffe, man kann das sehen. Na, die Kamera fängt das einigermaßen ein. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt nicht in Holz gefräst. Das ist jetzt einfach zu laut und dauert natürlich auch was länger. Aber wir benutzen das regelmäßig. Und ja, das ist der Bernd, unser Experte. Wie gesagt, hat sie selber gebaut. Man kann unglaublich viel mit so einer Fräse machen. Das Malen ist natürlich eine sehr schöne Nebeneffekt. Man kann aber natürlich damit normal fräsen, aber halt auch zum Beispiel cutten, also Stoffe zum Beispiel oder Pappe. Das hier ist so ein Beispiel, wie so ein gefrästes Teil dann aussehen kann. Das soll mal unsere Kaffeewaage werden, da wir aber gerade gar keinen Kaffee mehr machen können. Haben wir das so ein bisschen nach hinten verschoben. Hier sieht man das auch. Alle Sachen, die Fräse quasi kann, sind ja in einem auch hervorragend bohren. Ne? Genau. Also besondere Bohrte eben, ohne dass auf der anderen Seite was ausfranst, was normalerweise bei einem Bohrer eben immer der Fall wäre. Ne? Also die Fräse ist bei uns auf jeden Fall eins der wichtigsten Werkzeuge. Steht heute ausnahmsweise hier oben. Das war für uns einfacher, die zu zeigen. Sonst steht sie unten im Keller in unserem Maschinenraum, wie wir das Ganze nennen. Dort haben wir noch eine Drehbank, eine Bohrfräsmaschine, klassisches Werkzeug, eine Werkbank. Da uns aber kurz vor der Veranstaltung da unten der Node abgeraucht ist, war da jetzt kein WLAN mehr verfügbar. Also haben wir das Ding schnell hochgeschleppt, damit wir es euch wenigstens ein bisschen zeigen können. Manchmal muss man da kreativ sein. Ja, und direkt daneben seht ihr, das ist so ein bisschen unser Herzstück hier. Das ist unser Lasercutter. Also nicht nur er, sondern auch seine Kühlung und seine Absaugung, die dahinter steht. Da gehört ja einiges an Peripherie dazu. Und ja, mit so einem Lasercutter kann man unglaublich viel machen. Ich versuche euch mal ein bisschen was zu zeigen. Schauen wir mal, hier so auf dem Tisch liegen einfach mal ein paar Beispiele. Und ich nehme jetzt mal nacheinander das ein oder andere vor und zeige euch das. Also, was man damit auch sehr gut machen kann, ist Holz schneiden, also Lasercutten und gravieren. Das ist unglaublich praktisch. Auf diese Art und Weise kann man sehr, sehr viele Gehäuse herstellen, wenn es jetzt nicht irgendwie wetterfest sein muss und so weiter. Ansonsten kann man natürlich auch Kunststoffe dafür verwenden. Aber neben den Materialien, also Kunststoffe hier, kann man auch bearbeiten, das ist klar. Wir können solches Flexi-Holz herstellen, was geschickt eingeschnitten ist und ja, dadurch für ganz viele Anwendungen taugt. Dinge, die hübsch anzusehen sind. In dem Fall haben wir jetzt hier gar nicht graviert, was der Laser auch kann, sondern wir haben einfach nur nicht so tief geschnitten und damit hat man dann solche klaren Linien an der Stelle. Was wir auch bearbeiten können, ist Stein. Das ist auf dem jetzt nicht ganz so gut hier mit der Reflexion. Das wäre jetzt ein Granit, den können wir tatsächlich gravieren. Edelstahl können wir markieren. Das sieht dann so aus, das würde man nicht spüren, das ist so eine reine Verfärbung. Und Aluminium, da werdet ihr nicht viel sehen, das können wir gravieren, aber das ist sehr, sehr kontrastschwach. Glas können wir noch bearbeiten in einem gewissen Rahmen, natürlich auch nicht schneiden oder auch Stoffe. Das hier war jetzt kein reiner Baumwollstoff, deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Bei reiner Baumwolle klappt das besser. Und ja, Pappe natürlich. Und um euch das ein bisschen live vorzuführen, versuche ich jetzt mal mit einer Hand den Laser zu bedienen. Da drüben steht er. Und schau mal, ob ich da was Spannendes gelasert kriege. Ich sage euch direkt, es wird kurz laut. Genau, ich schalte kurz mein Mikrofon aus, damit ihr da jetzt nicht völlig vom Stuhl fallt.
Ja, ich hole das mal raus. Einen Moment. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Sieht ganz gut aus. Ja, und so schnell kann man eigentlich was ganz Nettes herstellen. Das hatte ich jetzt eben nur kurz entworfen. Da ist jetzt nicht viel Design dahinter, aber es klappt. Und eben genau so schnell kann man halt mal praktische Teile herstellen. Oder halt Bausätze auslasern. Da gibt es tolle Holzbausätze. Das haben wir ja auch schon gemacht. Das mal so als Beispiel an der Stelle. Ja, wo wir gerade hier sind, war ein anstrengendes Wochenende bei uns. Nicht nur, dass uns der Router unten abgeraucht ist. Das war jetzt das kleinere Problem. Tatsächlich hatten wir mal wieder ein bisschen Vandalismus hier in der Gegend. Deswegen entschuldigt, wenn manches etwas holprig ist. Aber da hatten wir ein bisschen zu tun, um das irgendwie zu retten hier kurzfristig nachts. Aber jetzt hält da alles und es ist eigentlich alles geklärt, was jetzt erstmal kurzfristig am Wochenende zu klären ging. Aber deswegen entschuldigt das bitte, dass es heute alles etwas holprig läuft. Ja, eine Kleinigkeit zeige ich euch noch auf dem Community-Tisch, die habe ich euch eben noch nicht gezeigt. Wir haben verschiedene Bausätze hier, neben Lego Mindstorm, was auch in der Jugendwerkstatt verwendet wird. Haben wir auch kleine M-Bots hier stehen, diese kleinen Roboter-Bausätze, mit denen dann ehrlich gesagt nicht nur die Kinder viel Spaß haben, da haben wir auch mit Spaß, an denen rumzufrickeln, die umzubauen, zu programmieren. Guck mal, ob ich den Guten zum Laufen kriege oder zum Fahren. Ja, das ist natürlich jetzt die einfachste Funktion, die man so haben kann, aber geht. Das ist eine der Sachen noch. So, habe wieder eingefangen gekriegt. Und noch eine Sache möchte ich euch zeigen. Die steht jetzt hier gerade im Schaufenster. Daran arbeiten wir auch die ganze Zeit schon jetzt über den Sommer. Es ist eine Wasserrakete, würde ich sie bezeichnen. Ich hole die mal aus dem Fenster. Hier sehen wir das gute Stück. Hauptsächlich vom Andreas entworfen. Erzähl mal ein bisschen, was kann man mit dem Ding machen? Ja, das ist eine Wasserrakete. Die kann man nur mit Wasser und Druck quasi nach oben schießen. Und das wäre natürlich langweilig, deswegen haben wir noch ein paar Sachen eingebaut. Also wir haben hier so eine Fallschirmauslösung eingebaut, die elektrisch funktioniert. Da gibt es hier so einen Kontakt und wenn die hochfliegt, also wenn die startet, dann reißt hier der Kontakt ab. Das Ding kriegt Strom und nach 3 Sekunden löst sich dann hier oben das ab und der Fallschirm kommt raus. Das ist so ein kleines Gimmick, was wir eingebaut haben. Es gibt dann hier unten, das haben wir auch noch eingebaut, das ist eine Messelektronik, die quasi die Telemetriedaten der Rakete misst und live an den Server schickt. Da haben wir bei uns den Martin, der kann das ganz gut. Und haben wir auch mal so versuchsweise dran gebaut. Und dann können wir uns das nachher immer angucken, wie die Rakete denn wirklich geflogen ist. Ja, da entwickeln wir immer noch dran weiter. Da sind wir noch am Basteln. Das Tolle an der Rakete war natürlich in dem Sommer, man kann es draußen machen, wenn es warm ist. Man wird auch noch nass dabei. Es ist eigentlich genau das Perfekte für den Sommer, plus die Elektronik. Oder halt eben auch lasergecuttete Teile. Das ist das Schöne an so einem Makerspace. Wir sehen hier unten per Lasercutter ausgeschnittene Teile. Das ist sogenanntes Kraftplex. Das kann man hervorragend für sowas verwenden. Wir haben 3D-gedruckte Teile hier, sowie auch hier oben. Wir haben was aus der Nähwerkstatt, in dem Fall der Fallschirm. Ganz klassische Handwerksarbeit. Wir haben gecodet, wir haben gelötet, wir haben geklebt. Also irgendwie genau das, warum wir alle auch hier mitmachen und warum wir hier sind, warum wir ein Makerspace haben wollten, hat sich irgendwie in dieser einen Rakete abgebildet. Und es war dann auch noch ein Spaß für die ganze Familie. Das war wirklich toll. Wir haben jetzt schon öfter mal gestartet und wir reichen um die 30 Meter damit tatsächlich. Ja, schon ganz nett. Gut, ich habe da jetzt erst eine halbe Stunde. Mal ein kleiner Rundumblick hier bei uns. Ich würde vorschlagen, weil ich finde das immer viel schöner, wenn man noch ein bisschen miteinander quatscht und ihr ein paar Fragen stellen könnt, dass wir uns jetzt einmal kurz hier umbauen und uns wieder hier an den Gruppentisch setzen. Und mit euch einfach ein bisschen quatschen. Dann dauert knapp eine Minute für den Umbau oder so. Und dann sitzen wir hier gleich alle schön
beieinander. Einen Moment dafür. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in den Chat hinein, beziehungsweise wenn es umfangreichere Fragen sind, kann ich auf Nachfrage auch gerne euer Mikrofon freigeben. So. Kann man uns denn so ein bisschen hören? Ich denke. Aber das ist nett, dass das so sympathisch ist. Ich gebe mir da mal Mühe. Das freut mich sehr. Ja, es ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen holprig, wie wir schon gesagt haben. Aber wir machen das Beste draus. Für uns ist das auch alles neu. Wie gesagt, wir sind jetzt schon als Makerspace länger in der Corona-Phase, als wir hier klassisch normal, so wie es angedacht war, geöffnet hatten. Und wir versuchen das Beste draus zu machen, ganz ehrlich. Wir hatten jetzt auch noch, jemand ist noch erkältet, also es ist nur eine Erkältung, aber dadurch war heute bei der Führung ein bisschen was zu ändern. Der Ablauf war eigentlich dann noch anders gedacht, ein bisschen mehr hands-on. Aber aktuell ist es ganz klar, wer im Moment niest, der sollte halt eher nicht kommen. Deswegen, so ist es leider. Da sind auch schon die ersten Fragen. Tulip in Koblenz, ja, hi, cool. Wollte ich auch nochmal hin. Versuche ich demnächst mal. Wir waren letztens immer ja schon bis Neuwied gekommen, ne? War ja schon fast da. wie finanzieren wir uns? Die Stadt Hennef, sie ist unser stärkstes Fördermitglied und trägt mit ihrem Förderbeitrag einen Großteil der Miete. Das ist so einer der größten, wichtigsten Finanzierungspunkte. Wir haben als Anschubfinanzierung vom Land Nordrhein-Westfalen Geld bekommen. Bewegen sie uns im Bereich 30.000 Euro, die Anschaffung zu machen. Die Förderung darf man nicht für Fixkosten einsetzen. Was haben wir noch? Wir haben vom ZDI, vom Kreis, Geld bekommen als Anfangsfinanzierung. Und das ähnlicher Form haben wir das auch von der Volkshochschule bekommen, über einen gewissen Zeitraum, aber auch als Anschubfinanzierung. Mit denen kooperieren wir auch nach wie vor. Der Rest sind Mitgliedsbeiträge. Das mit den Mitgliedern ist natürlich aktuell immer so ein Thema. Also wir hatten bis Februar, ja, wir haben alle zwei Wochen zum Beispiel unsere offene Werkstatt. Die war bis Ende Februar, Anfang März, wo das dann so kritisch wurde mit Corona, mal sehr gut besucht. Dann haben wir schon im März die Besuchszahlen reduziert und bis auf 5 runter dann, und dann war ja ohnehin Lockdown. Seitdem ist das etwas schwierig, öffentlich einzuladen, Mitglieder zu gewinnen. Wir versuchen das über solche Veranstaltungen und das klappt auch hier und da wirklich ganz gut. Aber es ist natürlich in einer Werkstatt unglaublich schwierig, die Inhalte komplett aufs Digitale zu übertragen. Also am Ende des Tages, wenn ihr jetzt hier wärt, ihr könntet die Dinge anfassen, ihr würdet sie hören, ihr würdet das riechen. Das ist alles was ganz anderes, dieses richtige Hands-on, also tatsächlich vor Ort zu sein. Das ist die aktuelle Situation. Aber wir geben uns große Mühe, dass das so weitergeht. Und aktuell sieht das sehr gut aus. Aber wir freuen uns über neue Mitglieder. Wenn ihr in der Nähe seid, sprecht uns gerne mal an. Im kleinen Kreis dürfen wir ja mittlerweile wieder hier rein. Und wenn das mit Ankündigung passiert, dann ist das im Normalfall überhaupt gar kein Problem. Spontan ist immer so eine Sache, weil wenn dann schon zu viele Leute hier sind, oder was heißt zu viele, aber wenn es dann zu viele wären, dann kann man halt nicht rein, dann findet man auch einen Weg. Aber wir haben natürlich, jetzt sieht es zwar gerade ein bisschen nach Regen aus, aber wir haben im Normalfall jetzt ja zu der Jahreszeit noch den Vorteil, dass wir vieles draußen machen können, was wir auch tun. Wir haben hier einen schönen großen Platz vor der Tür. Wir haben, wie gesagt, mit der Rakete und solche Dinge auch komplett auf einer Wiese gemacht. Und
Da kann man sich sicherlich auch mal treffen, wenn ihr mehr zum Machwerk wissen möchtet. Stellt aber sehr, sehr gerne hier die Fragen. Ich weiß nicht, ob wir euch per Audio reinschalten können, aber ihr schreibt es einfach in den Chat. Das ist, glaube ich, am praktischsten, wenn ihr noch mehr wissen möchtet. Und ich hoffe, ich habe die Frage mit der Finanzierung einigermaßen beantwortet gekriegt. Ach so, ja, genau, wir sind ein Verein, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ja, der Machwerk e.V. Wir haben uns vorletztes Jahr gegründet und letztes Jahr dann gemietet hier und dann haben wir alles umgebaut. Also ihr habt hier viele Wände gesehen, die es vorher nicht gab. Und dann haben wir eingerichtet, das alles über den Verein, was aus unserer Sicht eigentlich die optimale Möglichkeit ist, sowas zu betreiben. Denn hier möchte keiner Profit draufschlagen, hier geht es nicht darum, dass jemand, der irgendwie businesstechnisch sich voranbringt, es gibt ja durchaus Makerspaces, wo das anders gesehen wird, da haben wir auch überhaupt gar kein Problem mit, aber wir wollten es halt nicht. Wir wollten, also unser Kern ist Wissensweitergabe, gemeinsam arbeiten. Ja, was sind unsere Tipps? Genau. Ach, beneiden, ja. wir haben aber sehr viel Arbeit damit im Moment, aber wir sind tatsächlich wirklich sehr, sehr glücklich, dass das so funktioniert. Das ist ganz klar. Unsere Mitgliedsbeiträge sind 25 Euro im Monat als Standardbeitrag, aber natürlich, und das ist auch bei vielen der Fall, gibt es da Reduzierungsmöglichkeiten. Das werden wir auch demnächst nochmal anders kommunizieren, besser kommunizieren, denke ich. Also Schüler, Studenten etc. Also es gibt immer Möglichkeiten. Zu der Frage mit den Tipps. Ja, ein Problem ist das Ladenlokal. Was wir immer feststellen mussten, ist, dass man als Verein keine Mietkaution bekommt. Also keine Kautionsversicherung. Keine Kautionsversicherung, genau, ja. Das war ein ziemliches Problem. Ja, also ihr müsst, wenn ihr sowas starten möchtet, zum einen, ihr müsst irgendwie einen Ort finden, der irgendwie inspirierend wirkt. Das kann ganz vieles sein. Das kann ja auch eine Fabrikhalle sein. Ja. Aber irgendwo, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das so office-mäßig rüberkommt, war zumindest unser Gefühl, ist das nicht ganz so nett. Wir sind hier jetzt auf einem tatsächlichen alten, ehemaligen Fabrikgelände, was zu Wohnungen und Läden umgebaut wurde. Wir sind super zentral, nur ein paar Meter vom Busbahnhof weg. Ich denke, das war für uns ein extrem wichtiger Punkt, weil wir einfach per Nahverkehr gut erreichbar sein möchten. Wir möchten nicht außerhalb, das hat man uns auch angeboten im Industriegebiet, da wäre dann die nächste Bushaltestelle 1,5 Kilometer weg und da fährt man fünfmal am Tag im Bus und dann hätte jeder mit dem Auto kommen müssen. So, Fahrradwege gab es da auch nicht. Also zentral, wo man gut erreichbar ist, ist wichtig. Ihr solltet euch frühzeitig nach Fördermöglichkeiten gucken. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Aber du hast ja zum Beispiel beim Land NRW Möglichkeiten, an Fördergelder zu kommen. Hier war das im Großen und Ganzen übergeordnet der Job von der Medienkompetenz von der Staatskanzlei. Ich weiß nicht, wie der noch verfügbar ist, ob was Neues verfügbar ist. Förderungen solltest du haben. Wenn du die Stadt oder in irgendeiner Form öffentliche Partner, Schulen, Universitäten als Partner gewinnen kannst, ist das immer gut. Makerspace vorne haben wir auch schon öfter. Mit denen haben wir auch jetzt viel telefoniert oder gesprochen in der Zeit, als Corona so anfing. Ich versuche jetzt mal gerade noch. Da oben war noch was. Also zu den Tipps. Du kannst uns auch gerne eine Mail schreiben, wenn wir da noch tief reingehen oder gleich einfach nochmal ein paar dediziertere Fragen stellen. Weil ansonsten kann ich wahrscheinlich im Zweifel noch 3 Stunden darüber reden, weil es gehört natürlich unglaublich viel dazu. Wir versuchen eigentlich alles als nur Eintrittsprojekt. Wir haben ja auch so eine interessierten Telegram-Gruppe. Da kommen auch ganz viele Sachen rein. Also können wir auch gleich mal, genau, kannst du mal reinschreiben in den Chat. Wobei natürlich die Rakete tatsächlich ein Projekt ist, was wirklich, hat Chris ja auch schon gesagt, eigentlich tatsächlich in irgendeiner Form alle mitmachen können. Also sowohl von den Kindern aus, als auch Leute, die jetzt mehr am Coding interessiert sind vielleicht, dann auch Leute, die 3D-Druck überhaupt hauptsächlich machen. Also eben sehr viele verschiedene Gebiete. Das ist so ein Idealprojekt eigentlich, kann man fast sagen, in der Hinsicht.
Die anderen sind teilweise dann ein bisschen beschränkter. Da ist dann meinetwegen mehr Coding und Elektronik das eine oder mehr 3D-Druckenprojekt. Insofern sind die dann vielleicht nicht unbedingt für alle immer interessant. Aber natürlich grundsätzlich mitmachen kann natürlich eigentlich immer jeder. Also das ist natürlich immer am besten, dann, wenn man die Sachen nicht alleine macht oder zu zweit. Macht aber meistens Spaß. Also, ja, also, wir kommen immer am besten weiter, wenn wir auch über die Probleme, die wir vielleicht bei Projekten haben, sprechen. Und das machen wir eigentlich immer so. Also wir haben auch, teilweise gibt es dann so Spin-Off-Gruppen, sage ich mal, die sich um ein Thema drehen, die werden auch vielleicht irgendwann wieder gelöscht, aber für dieses eine Projekt bei der Rakete haben sich verschiedene Bereiche gebildet. Das war einmal das Klassische, die Hardware an sich der Rakete, aber das Elektron, wie der Stefan auch schon sagt, das ist dann vielleicht dann noch teilweise eher, oder auch beim Coding, eher für die Älteren wieder interessant, wobei da auch Kinder mitgemacht haben. Also wir trennen das auch nicht so hart und im Normalfall weiß eigentlich hier Makerspace immer jeder, was die anderen so machen. Und genau, offene Werkstätten.org, auch Partner von uns, genau. War noch eigentlich was übersehen? Nee, für die Allgemeinheit, ja klar. Ja, Allgemeinheitsprojekte, ja. Auf jeden Fall. Die Adventswerkstatt war zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Ja, oder auch, was wir jetzt im Rahmen machen mit den TTN, das ist ja auch für die Allgemeinheit tatsächlich hauptsächlich. Genau. Da haben wir auch immer alles online, auch gerade die 3D-Druckteile, die setzen wir natürlich auch dann online, dass die auch jeder runterladen kann und das dann auch für sich selber dann drucken und benutzen kann. Ne? Haben wir alles offen. Ja, also wir haben, wie gesagt, wir sind Ende September haben wir gestartet, wir hatten dann noch danach beim Stadtfest gefragt, auf eine Tür, da konnten die Leute schon so ein bisschen was basteln. Wir haben dann die Adventswerkstatt gemacht, die war auch offen für alle natürlich. Die hat während des Weihnachtsmarkts oder parallel zum Weihnachtsmarkt stattgefunden. Und da konnten die Leute, ich habe euch eben diese was war das, eine Stickmaschine so hergestellt, diese kleinen Stoffmännchen, die haben wir in der Adventswerkstatt zum Beispiel hergestellt. Ja. Wir haben Dinge hergestellt mit den, also die Leute haben Anleitungen geschrieben, die Leute konnten das selber machen. Da war ein bisschen was zum Löten dabei, da war zum Lasern dabei. Der Stefan holt gerade auch noch so ein Beispiel, was wir da hergestellt haben. Da war oben noch so eine Frage nach dem, nach dem Kernteam oder so ähnlich. Oder mal ein bisschen rauf. Wir sind im Kernteam, würde ich sagen, aktuell so knapp über 10, die halt sehr viel hier sind. War ja etwas mehr jetzt. Und das verteilt sich gerade ganz gut. Also wir sind in der glücklichen Phase, dass wir da sehr gut die Aufgaben verteilt bekommen, tatsächlich. Und das aber auch jeder so wie nach seinem Themenbereich. Ne? Hat ja jeder so seine Dinger, gerne macht, die einen möchten mehr nur was Handwerkliches machen, die anderen haben auch kein Problem noch mit dem Papierkram mal zu machen, das sind alles so Dinge. Und das funktioniert ganz gut, ja. Genau, offene Werkstätten, Gruß an Bonn, ja, von uns aus auch gerne, bei Bonn. Makerspace Bonn waren wir, wie gesagt, auch schon öfter, auch sehr, sehr schön. Und hat wieder einen ganz anderen Spirit, aber ja kein Stück schlechter damit gemeint ist, sondern einfach anders. Und das finde ich auch immer das Schöne, wenn man in anderen Makerspaces ist. Das auch als Tipp noch, wenn man einen Makerspace starten möchte, besucht Makerspaces, so viel ihr könnt. Also, oder auch, selbst wenn ihr im Urlaub mal irgendwo seid, guckt, ob es da in der Nähe was gibt, geht da rein. Gut, Urlaub ist dieses Jahr jetzt so eine Sache, ja. Aber kommt ja wieder. Ja, aber in Deutschland geht es auch. Ja, genau. Oder, also wir haben auch einige besucht und das finde ich sehr, sehr wichtig, um einfach mitzukriegen, was gibt es für Möglichkeiten, weil es gibt nicht die eine einzige Beschreibung, wie ein Makerspace zu sein hat. Ihr könnt natürlich schauen, wenn ihr euch Fab Lab nennen möchtet, was dafür erforderlich ist, was ihr dafür erfüllen müsst. Da gehört zum Beispiel auch die Herstellung von Platinen dazu. Fräsen sind zum Beispiel da, die elektronische 2D-Drucker, das wird da so ein bisschen aufgeführt in deren Wiki, was man so alles mitbringen muss. Daran kann man sich ganz gut langhangeln. Die Stickmaschine zum Beispiel steht ja aber beispielsweise nicht drauf und auch viele andere Dinge nicht. Erfahrt das einfach, wenn ihr da seid, geht da mal zu. Vielleicht gibt es Veranstaltungen, die ihr da besuchen könnt. Vielleicht
einfach mit den Leuten sprechen. Vielleicht haben wir mal irgendein Social Event. Wie ist das Feeling? Was werden da für Projekte gemacht? Also wenn man zum Beispiel in die Dingfabrik in Köln geht, dann haben wir da, was war das? Ich glaube, schon letztes Jahr, aber vorletztes Jahr, dann haben wir da nach der offenen Tür so eine Art. Da gibt es zum Beispiel Leute, die Seife herstellen. Das haben wir hier zum Beispiel nicht. Das heißt nicht, dass wir das ablehnen, aber es hat halt niemand gefunden. Du musst natürlich, wenn du dann Seife herstellen willst, dann auch die Möglichkeiten haben. Also das ist ja jetzt etwas, was du vielleicht nicht unbedingt in der Elektronikwerkstatt machst. Also du brauchst so einen Ort, wo du was Dreckiges machen kannst, also was irgendwo im weitesten Sinne dann auch mit Chemie zu tun hat. Ja, wir haben zurzeit etwa 20. Genau, knapp 20 Mitglieder. Ach so, da ja, sorry, habe ich übersehen, ja. Alles der Weihnacht, ja. Genau, etwa 20 Mitglieder steigen. Aber natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, nicht so stark. Corona. Wir haben halt auch Corona-Verluste gehabt in dem Sinne. Das ist ganz normal, glaube ich auch. Also in einem Verein hast du immer auf Ausrichtungsdiskussionen, wo soll das hingehen? Und die einen möchten das, die anderen möchten das nicht. Die einen gehen dann, die anderen sagen, jetzt geht es eher in meine Richtung, jetzt mache ich noch mehr und so war das. Und zum anderen ist es natürlich auch sicherlich hart gewesen, wir konnten es ja nicht ändern. Wir waren ja 2 Monate geschlossen, komplett. Das war schon hart, auch glaube ich für Mitglieder. Hier und da einfach dann auch zu lang, aber wir konnten es ändern. Rainer, es waren 20 Mitglieder. 20. Gerne, Rainer, gerne. Stolpersteine. Ja. Also der Bernd hat das schon gut angesprochen. Wir haben das Ladenlokal gemietet und sind aus irgendeinem Grund, wir haben es vorher nicht gecheckt, davon ausgegangen, dass man eine Kautionsversicherung, also die man hinterlegen muss, die Kaution abgeschlossen kriegt, das ging als Verein also nicht. Das haben wir dann zum Beispiel privat gemacht. Das ist halt blöd, weil da kommst du natürlich nicht mehr raus mit. Das ist ein großer Stolperstein. Ich denke, man muss, was Finanzielles anbelangt, mehr Puffer haben, als man am Anfang meint. Also es kommen so viele Kleinigkeiten dazu beim Aufbau. Und wenn es nur mal ein paar Schrauben, ein Brett, eine Lampe, das sind solche Dinge, da, wenn man sonst aufbauen will, müsst ihr da wirklich einen Puffer haben. Das heißt, wenn ihr Förderungen beantragt, da als Tipp, ihr könnt da recht natürlich da mit den Menschen, die dafür verantwortlich sind, aber tendenziell kann man eine sogenannte Verwaltungspauschale noch von 1,5-3% irgend sowas draufschlagen. Das ist dann mein verfügbares Spielgeld, was ihr auf jeden Fall auch haben solltet. Vieles kann auch im Rahmen von Workshops gemacht werden. Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Moment natürlich nicht so viele Workshops, aber es sind sehr, sehr viele in der Planung. Im Grunde genommen war ja auch die Jugendwerkstatt eine Art Workshop. Wir haben aber zum Beispiel unsere offene Werkstatt, die alle 2 Wochen stattfindet. Im Übrigen auch am Freitag wieder der Fall. Da gerne reinkommen, folgt uns, auch wenn ihr da seid, auf Instagram oder Facebook, sind wir halt auch zwangsläufig. Da folgt uns da gerne. Oder kommt einfach in die Gruppe, die ich in den Chat geschrieben hatte, die Telegram-Gruppe für die Interessierten. Da erfahrt ihr dann, wann wir uns das nächste Mal zur offenen Werkstatt treffen. Wie gesagt, Freitag, so wie es aktuell geplant ist. Und Workshops ist, wie gesagt, geplant, ja, haben wir auch schon gemacht, aber bis das mit Corona jetzt, wir haben gerade neue Vorgaben auch wieder, ja, Lockerungen kann man auch sagen, aber die müssen trotzdem natürlich umgesetzt und genehmigt werden. Wenn wir das irgendwann mal durch haben, dann können wir da mehr machen. Als wir das Projekt gestartet haben. Ja, bei der Kick-Off-Veranstaltung 2017 waren ungefähr 60 Leute da, schätze ich. Aber wir müssen ja eigentlich schon ein Jahr zurück, oder fast ein Jahr zurück, denken. Ja, da waren wir also die Ursprungsidee ist beim Freien Netzwerker e.V. entstanden. Da, das ist ein Verein hier, ein lokaler, der fördert die Digitalisierung in der Gegend, Freifunk, IoT, solche Sachen. Die waren uns gestern ja auch schon ganz gut vorgestellt, da will ich da nochmal drauf eingehen, aber das ist halt viel auf Deckung mit den Leuten, das sind teilweise dieselben Leute und wir haben dann festgestellt, wir möchten halt auch öfter mal Hardware basteln. Und wir möchten das gerne mit anderen Leuten machen. Aber
private Wohnzimmer oder in die Garage per Facebook oder öffentlich per Website, was auch immer, Twitter einzuladen. Ja, es ist so eine Sache irgendwie. Das hat nicht so gut funktioniert. Das, dann sind wir halt auf die Idee gekommen, ja gut, dann, dann brauchen wir so einen Ort. Und was gibt es denn so für Orte? Und ja, so Makerspace ist ja eigentlich genau das Richtige. Und so hat sich das entwickelt. Und ja, als wir gestartet sind, waren das aus dem Verein, das war, ich weiß nicht, wie viel damals beim Treffen war, wir haben das, glaube ich, sogar in einem Forum besprochen, dass 10 Leute da gewesen seien, die Hauptidee, 3, 4, die anderen mitgezogen und dann wurden das immer mehr. Wir haben das ja öffentlich kommuniziert, bis dann die Kick-Off-Veranstaltung kam, da waren ca. 60 Leute und da waren natürlich viele dabei, die einfach ein Interesse daran haben, dass es hier sowas gibt. Also es waren da nicht nur Leute, die jetzt mithelfen wollten, da waren also Schulen dabei, aber die Stadt dabei. Das VHS war damals glaube ich auch schon dabei. Also ja. Wir kooperieren auch mit Repair-Cafés. Ja, das machen wir auch. Kommt demnächst. Im Moment findet das leider nicht statt. Aber wir haben da in ein paar Tagen dann die Besprechung, wie wir das jetzt wieder umsetzen können. Nehmen uns da so ein bisschen Beispiel auch aus den Nachbarstädten wie Siegburg und gucken mal, ob wir das so hinkriegen. Die Reparateurinnen und Reparateure gibt es schon. Hier in Hennef, das Reparaturcafé, ist hier vom Ökumenischen Umweltkreis, das schon initiiert worden. Der Bernd ist da, Reparateur. Und Bernd, wie lange gibt es das schon? 5 Jahre ziemlich genau. 5 Jahre. Findet statt jetzt noch oder Handstadt im Gemeindezentrum. Ja. Und ja, da ist natürlich dann, es ist nicht ganz so optimal im Gemeindezentrum. Super, dass das ging, aber es ist natürlich keine Werkstatt. Das schauen wir, Nico, dass wir da was Besseres bekommen. Das versuchen wir auf jeden Fall. Der Paul ist offline. Aber, ja, Paul, wir kooperieren aktuell noch nicht konkret, also dass wir Kooperationsvertrag irgendwo geschlossen haben, aber wir halten uns in Internetanschluss. Ich glaube, wir waren kurz offline. Wir sind ganz viele offline. Mal gucken, ob wir gleich wiederkommen, ihr Lieben. Weil der Paul und der Nico, die hatten noch eine Frage, sind jetzt aber offline. Ich beantworte sie trotzdem. Ansonsten können Sie sich ja nachher bei uns nochmal melden. Genau, wir halten keine Firmen kurz hier drauf. Unser Internetanschluss beispielsweise wurde von DGI gefördert. Die haben uns dafür was gespendet. Kann man eine Zeit lang mit so, was hast du gemacht? Eine weitere Nachricht? Ja. Lord sagt, es sind 25 Euro im Monat und gibt natürlich reduzierte Beiträge, ganz klar. Hm. Ja, irgendwie ist unsere Verbindung auch so langsam nicht ganz optimal. Vielleicht liegt es an uns, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen sind wir aber ja schon so weit durch. Ja, die Einflussnahme, ja genau, davor haben wir auch Respekt. Also die, da muss man tatsächlich aufpassen. Bei GGI zum Beispiel war das jetzt gar kein Thema. Aber es ist natürlich, es kommt auch oft so die Frage, von den Firmen natürlich ganz klar, die möchten hier irgendwie die Wand mit ihren Logos tapeziert haben und dann sollen wir noch zu ihnen kommen und da auch noch Kurse geben. Und also man muss natürlich schon immer aufpassen, dass man sich da tatsächlich ja nicht zum Spielball machen lässt, auf jeden Fall. Ich denke aber, dass ein Verein, der letztendlich natürlich alles dann auch demokratisch beschließt, eigentlich immer ein guter Schutz vor. Kommt natürlich auch auf die Satzung an, das ist auch so ein Thema. Wenn zum Beispiel eine Firma Fördermitglied ist, als Beispiel, die Frage, haben die eine Stimme, haben die keine Stimme, also Fördermitglied ist ja keine Stimme, könnten die ordentliches Mitglied werden? Und dann muss man immer die Frage klären,
wenn eine Firma zum Beispiel ordentliches Mitglied wird, wie viele Stimmen haben die eigentlich? Also es ist nicht zwangsläufig eine, das könnte auch mehr sein. Bin ich jetzt nicht so tief drin, aber wir haben das halt ausgeschlossen. Mein allererster Blick in einen Makerspace, all seine Möglichkeiten. Das freut mich. Super. Jetzt den Rest des Nachmittags, ja. Ja, Ideen, Halbgare, so, da können wir auch ganz machen. Das ist ganz normal. Man könnte mal, auch unmaskiert gerne mal draußen. Wir gucken mal, dass wir nach Koblenz kommen. Vielleicht sind wir sowieso bei Gelegenheit mal nochmal in Neuwied, weil und da ist nicht mehr weit. Und da schauen wir super gerne rein. Wie habt ihr denn, ich gucke einfach online, aber habt ihr Öffnungszeiten? Die haben wir jetzt ja aktuell nicht. Oder einfach mal anschreiben. Das tut mir leid, ja. Ja, bei uns ist es halt auch noch sehr, sehr, sehr beschränkt, tatsächlich. Aber, tut mir leid für euch, tatsächlich. Das ist wirklich eine schwere Phase dann auch, noch was Ehrenamtsförderung zu anbelangt. Aber da könnten wir auch noch mal einen ganzen Abend mitfüllen mit dem Thema. Toiletproblem.de. Genau. Schauen wir rein, an die anderen auch, guckt auch mal rein. Gerade wenn es darum geht, so ein Makerspace zu machen, auch da wieder eine andere Lösung an den Makerspace zu kommen, aber vielleicht für euch auch genau die richtige. Also es gibt da ganz, ganz viele Wege zum Makerspace, das muss man ganz klar sagen. So. Und bevor wir jetzt tatsächlich überziehen, wir haben noch 2 Minuten, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir es dabei lassen. Sprecht uns gerne an. Kommt gerne, Grüße nach Duisburg. Kommt gerne. Ich sage Grüße aus der Heimat. Ne? kommt gerne in die Telegram-Gruppe, guckt auf Facebook, Insta, Website und so weiter, wie mit uns Kontakt treten könnt und fragt uns auch gerne, was immer eine E-Mail-Adresse ist. Alles gar kein Problem. Einfach anschreiben. Danke euch auch. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der FrostCon. Da gibt es ja heute auch noch einiges zu sehen. Vielleicht laufen wir uns da irgendwo auch noch über den Weg und passend zum Regen, der hier gerade anfängt. Sagen wir tschüss. Ja. Mach's gut. Ciao.